Was geht, Freunde? Whitey und willkommen zur Open Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Freunde, ist gestern angefangen und ja, wir sind hier in der Charaktererstellung. Das Ganze mache ich heute nicht alleine, Freunde. Der Drachenbursch ist auch dabei. Jetzt noch nicht, der wird aber gleich kommen. Und, oder besser gesagt, wir werden uns gleich im Spiel treffen, dann werdet ihr ihn auch hören. Wir werden jetzt erstmal einen Charakter erstellen. Ja, wir sind hier in der Charaktererstellung. Schauen wir mal. Machen wir männlich oder weiblich? Also männlich passt schon ganz gut, ne? Aber weiblich auch nicht so schlecht. Machen wir mal männlich, Freunde. So. Boah, der guckt aber schon so ein bisschen böse, der Typ. Ah, okay. Ah, okay. So, der sieht so, ja, der sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sparky sieht so eher nach mir aus. So, was ist das? Augenfarbe? Grün. Ja, das bin ich. Holzfäller. Da ist jetzt der Bart, ne? Geschäftsmann. Trucker. Ja, sehr. Schnauzer. Geschäftsmann ist geil. Holzfäller ist noch besser, oder? Freunde, machen wir einen dicken Holzfäller drauf. Was soll der Geiz? Ja, wenn schon, dann auch richtig. Haare machen wir rasiert, natürlich. Haarfarbe lassen wir braun. Gesichtsdetails können wir... Alter. Ich wollte gerade sagen, so eine Narbe oder so. Geht auf jeden Fall, klar. Boah, Verbrennung, ey. Machen wir mal. Okay, hier so tiefer steht und so können wir nicht. Wir machen mal, machen wir mal die Narbe hier, die sieht ganz gut aus. So, Aussehen, Freunde, Körperdetails, Bemalung. Ah, coole Sache. Das finde ich ein bisschen zu hardcore. Ich würde sagen, wir machen mal Kommando. Tattoo, rechter Arm, ja. Alter. Total ausrasten. Das sieht geil aus. Ja. Okay, wir machen mal auf der Seite so und auf den linken Arm. Heiligabend. Nee. Adler. Ja, Freunde, hier eine Kampfflagge plus Adler. Ne, für Amerika kämpfen wir, Freunde. So muss es sein. Kann ich das nicht nach Deutschland ändern? So, Kleidung. Das, wir wollen das jetzt ja auch sehen. Deswegen, Freunde, machen wir da so einen Tanktop hin. Ne? Die Weste ist geil. Oh, die geht noch mehr klar. Wartet mal. Ne, wir nehmen die normale. Das hier. Molle Geschirr. So, Hose. Achte, da können wir die Farbe ändern. Mega. Ja, ein bisschen. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ne, wir nehmen das so, Freunde. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. So, Freunde, noch ein paar Schuhe. Kampfstiefel natürlich. Tarnanzüge. Brauchen wir nicht, oder? Sind wir jetzt Sniper? Ich würde sagen nicht, oder? Nee, ich würde sagen nicht, Freunde, nee. Lassen wir das so. Besondere Outfit, Accessoires, Gesichtsextras. Ah nee, da sehen wir ja die schöne Bemalung nicht. Baseballmütze, ja, gut. Rückwärts ist doch cooler. Nee, nehmen wir so. Guck mal, dann können wir die auch nochmal farblich ändern. Dann will ich die jetzt farblich zur Hose. Ja, das geht schon klar. Sehr schön. So, Headset. Ja, sehr. Nee, nicht so ein dickes. Hast du auch ein kleines? Ja, komm, dann nehmen wir das hier. Was soll der Geiz? Aber in schwarz. Hände, Handschuhe wären ganz cool. Ja, mega. Boah, die sind gut. Die sind gut. Ja, richtig gut. Rucksack ändern wir natürlich auch nochmal farblich. Können wir mal gucken, ob wir hier einen anderen Rucksack, einer der besser ist. Was ist denn eine Drohne? Ah ja, Tatsache. Keine Ahnung, sollen wir den Drohnenrucksack nehmen oder? Ich glaube ja, oder? Komm, nehmen wir mal den Drohnenrucksack. Aufnäher. Tiere. Ah ja, Biest. Okay, Flaggen. Gut, ich kann hier wirklich nur die amerikanische draufknallen. Was aber jetzt auch nicht schlimm ist. Lassen wir das so. Okay. Cool. So, Freunde. So sehen wir aus. So muss es sein. Gefällt mir. Geile Sache. Speichern Sie Ihren Charakter. Das Geschlecht kann nach diesem Schritt nicht mehr geändert werden. Das ist auch nicht schlimm. Behalten wir das so bei. So, Schwierigkeitsgrad. Arcade, normal, fortgeschritten, extrem.
Ich mach mal normal erstmal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich muss sagen, ist mein erstes Tom Clancy-Spiel. Ja, ich habe nie Rainbow Six oder Ghost Recon gespielt. Habe ich nie gemacht, muss ich sagen. Nie. Deswegen, also, kann ich da euch nicht so viel zu sagen. Aber ich bin sehr gespannt darauf. Habe euch ja auf Facebook gefragt, ob ihr das sehen wollt. Und auf Instagram und auf Twitter. Und alle haben gesagt, ja, sehr, Whitey. Hau raus hier. Hau raus, mach ich auch. Für euch. So eine kleine Einleitung wäre ganz cool jetzt gleich, wenn man so sieht, wie man schießen muss, zielen etc., springen. Das wäre ganz cool. Ich weiß auch gar nicht, worum es überhaupt geht. Ja, spielen wir Story, spielen wir Multiplayer? Kein Plan, Freunde. Hab nur gesehen, mein Bruder sagt mir nur, hast du die... Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten?
Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Okay. So sieht's also aus, Freunde. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Hab's vergessen. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Okay. Halten Sie Viereck, um ein Fahrzeug zu benutzen. Hier sind wir. So, Freunde, hier können wir zielen. Sehr, sehr geil. First Person und danach beim Zielen hier die Ego-Shooter-Perspektive. Gefällt mir. Ich frage mich, kann ich die... Genau, Zielempfindlichkeit mal ein bisschen hochstellen. Weil das war mir leicht zu langsam. Ja, okay, das sieht schon wieder besser aus. So, X für eine öffentliche Koop. Das machen wir aber nicht. Denn hier bleibe ich jetzt einfach mal stehen, Freunde. Und hoffe, dass ich irgendwie jetzt gleich den guten Drachenburschen einladen kann. Jetzt geht's rund, Leute. Ja, setzt gleich. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pak Katari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Ausrüstung, okay. Vorher gucken wir uns aber die Ausrüstung an. So, Freunde, Sturmgewehr. Wir haben 2 Sturmgewehre. MP5 ist doch Maschinenpistole, wollte ich gerade sagen. Also wir haben nur die P416 hier am Start. Können aber Teile ändern. Also Schaft ist drauf. Okay. Zieloptik, ist das Visier drauf. Haben wir... Abzug vollautomatisch, ja genau, Magazin 20, ja gut, die anderen haben wir noch nicht frei, Unterlauf, Schiene können wir alles noch nicht ändern, Lauf selber können wir noch nicht ändern, Mündung, Schalldämpfer, Standard, nee, Schalldämpfer ist schon ganz gut, muss ich sagen. Ist zwar Schaden gemindert, aber so ist es auf jeden Fall erstmal in Ordnung, lassen wir halt erstmal so, viel können wir sowieso noch nicht machen. Habe ich Granaten oder so, genau, Splittergranaten haben wir. Wir können die Sachen sogar aufwerten hinterher. Diese Ideologie sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Was hältst du von der Operation, No Man? Sehr gut. Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, immer noch langsam, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua. Ja gut, okay, Freunde. Lassen wir so stehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Drachenbursche auch am Start ist. Mal gucken, wie ich ihn eingeladen bekomme. So, Freunde, willkommen zurück. Ja, leider muss ich es alleine spielen. Ich und der Drachenbursche haben bestimmt 2 Stunden rumgedoktert. Es ging gar nichts. Also, wir sind hier nicht reingekommen zusammen. Und deswegen haben wir dann gesagt, dann nimmt das jeder für sich selber ein bisschen auf jeden Fall. Ja, aber, Freunde, es wird was kommen. Davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. So, Freunde, ich möchte dennoch das Spiel ein bisschen testen. Und deswegen laufen wir alleine mal los hier durch die Mission. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ne, wir geben einfach mal Gas hier. Schauen wir mal, was wir tun müssen. Erstmal Pickup fahren, da ist erstmal geil. Ja, kann ich mir nicht leisten, also können wir das auf jeden Fall mal im Auto, also im Spiel benutzen. Ich muss ab und zu mal immer mal wieder auf meine Aufnahme gucken, ob noch alles läuft. Ängste liegen unter euch. Den
Ja, Autofahren ist eigentlich ganz einfach hier, muss ich sagen. Läuft. Gefährlich. Ich sage, Wünsche machen ist für Kinder einfältig. Die Faszination des Todes. Ich wollte mal was ausprobieren. Steig mal aus hier, Digga. Okay. Das fällt mir gerade ein, wo ich jetzt gerade die Tiere sehe. Kann ich die erschießen? Tatsache. Kann ich da jetzt auch was mit machen? Nee. Das Tier ist einfach nur tot. Okay. Ja gut, ist dumm gelaufen. Das denken sie aus, aber was ist denn mit dem Bekloppten los? So, Freunde, wir gehen weiter. Mit der Gewalt der Ozean. Das ist das Rennen. Drin, los geht's. Santa Morte vergraben. Kommt zu uns und verwehrt es. Kommt, betet sie an. Machen die was? Ganz ruhig, ich will nichts tun. Hallo. Haltet die Knarren unten, wir wollen sie nicht erschrecken. Warum? Lass mich doch. So, weiter geht's. Aber fahren kann ich die auch nicht. Okay, jetzt habe ich ja wahrscheinlich so einen mexikanischen Sender hier drauf. Ich verstehe. Junge. Ist das dein Ernst? Kann ich mit dir was machen? Nee. Steig in eine Dreckskarre ein. Du hast mir meine zerstört. Oh, warte mal. Steig aus. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Ja. So läuft das auf den Straßen von Mexiko. Oh, Scheiße. Toll, ey. Auto zerstört, ey. Scheiße. Mal ehrlich. Hast du es mal probiert? Was denn? Na, Kokaine. Ach, Quatsch. Hör auf. Ich auch nicht. Wow. Was ist mit dir? Offiziell? Ach was. Und inoffiziell? Ach. Zweimal. Wir benutzen doch hier kein Kokain, Leute. Moment. Zweimal, um rauszufinden, wie es ist. Ja, Mann. Das erste Mal war ich zu fertig, um was zu merken. Also zählt das nicht. Können die bleiben aber stehen. Die weichen nicht aus. Die bleiben einfach nur stehen, ne? Okay, bei der Schrottkarre ist das sowieso egal. So, 900 Meter noch, da sind wir da, Freunde. Dann geht ab jetzt. Bin mal sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ja, Autofahren sollte schon gelernt sein. Kann ich den Radiosender wechseln irgendwie? Danke. Oder ausmachen? Ich weiß nicht, ob ich einen Claim kriege wegen der scheiß Musik hier. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Haben wir. Was ist passiert? Alter! Was ist passiert? Scheiße, ich bin viel zu nah dran gewesen, ne? Eieiei. Wie warten sie, bis sie geheilt werden? Heil mich! Ja, Drohne, bla, brauche ich nicht. Tango getroffen. Alter, was war das denn? Ja, okay, das war mein Fehler. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus auf dem Transport. Mega. Scorpion. Ja, aber meine eigene Schuld. Okay. Ah, da oben.
Okay, hab ihn gesehen. Alles klar, gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. Feind getötet. Gar kein Problem für uns. Okay, jetzt verhören wir den alten Ma. So, Kollege. Und jetzt wird verhört hier. Jetzt wird immer Tacheles geredet.